Aber diese Entfernung von ihren ursprünglichen Stammwählern, die ist, um es mit den Worten ihres Mitglieds Peer Steinbrück zu sagen, das Elend der Sozialdemokratie. Und dieses Elend, meine Damen und Herren, wird sich auch am 27. Oktober in Thüringen im Wahlergebnis widerspiegeln. Aber Sie haben ja noch eine Chance. Sie ist zwar nicht mehr ganz so groß, aber Sie haben ja noch eine kleine Chance. Sie haben ja heute die wunderbare Gelegenheit, uns allen und den Menschen da draußen zu zeigen, dass eben neben Genderklos und Klimawahnsinn auch Arbeitnehmer am Herzen liegen. Zweitens ist bemerkenswert, dass die Begriffe Ausländer und Flüchtlinge kein einziges Mal in dem Antrag vorkommen. Das ist neu. Und man möchte ausrufen, wenn das der Höcke wüsste. Der glaubt nämlich allen Ernstes, an allem Unheil seien nur die Nichtdeutschen schuld. Da hätte man doch mehr erwartet. Mehr ALG I für die Deutschen und für alle anderen nicht. Also einen wahren sozialpolitischen Furor Teutonicus. Da haben Sie unsere Erwartungen enttäuscht, vermutlich aber auch die Ihrer fremdenfeindlichen Mitglieder und Anhänger. Naja, der Herr Siechert hat das eben natürlich vollkommen kompensiert. Kommen wir zum Antrag. Sollen wir den Bezug von Arbeitslosengeld, naja, ich habe von Ihnen gelernt, Herr Gauland, ne? erst mal ein bisschen allgemein so über alles Mögliche reden und inhaltlich möglichst dann gar nicht. Also da habe ich wirklich von Ihnen gelernt. Meine Damen und Herren, ich hatte ein wenig den Eindruck, die AfD hatte sich mit einfach mal so einen Vorschlag gemacht, ohne jegliche konzeptionelle Hinterlegung, ohne sich zu fragen, welche Konsequenzen das hat und natürlich auch ohne die Frage zu beantworten, wie viel das kostet. Das ist politisch zu wenig. Als Zeichen ihrer programmatischen Insolvenz reicht es aber vollkommen aus. Wenn wir mal den Antrag darauf reduziert, was Ihre konkrete politische Forderung, Ihr konkretes politisches Konzept ist, dann sieht das so aus. Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4 und Seite 5. Das ist der Satz. Der eine Satz. Ein einziger Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, bildet den Gipfel Ihrer arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Leistungsfähigkeit. Und der sagt dann auch nur, das ist wirklich bemerkenswert, der sagt dann auch nur, dass etwas, was es schon gibt, irgendwie, ich zitiere, stärker sein soll. Stärker, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie genau, was genau, für wen genau, da sind Sie dann schon wieder völlig blank. Das ist doch keine seriöse Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da hat dieses Haus und haben die Bürgerinnen und Bürger wirklich mehr verdient. Dagmar Schmidt, SPD, ist die nächste Rednerin. Ich würde trotzdem gern der Kollegin Dagmar Schmidt das Wort erteilt haben. Soll man noch ein bisschen warten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat das Wort die Kollegin Dagmar Schmidt. Allerdings die Krönung von dem Ganzen ist allerdings Jörg Meuthen. Er will, es kam heute schon deutlich zu Worte, er will die Sozialversicherung loswerden. Er sagte letztes Jahr auf dem AfD-Parteitag, dass er in der Rentenversicherung eine Abkehr vom zwangsfinanzierten Umlagesystem hin zur regelhaften privaten Vorsorge anstrebt. Das ist der Sozialstaat, den die AfD will. Die AfD will die Sozialversicherungen finanziell ausbluten lassen oder gleich ganz abschaffen. Dafür sollten Sie sich schämen, meine Damen und Herren. Nein, die AfD ist nicht die Partei der kleinen Leute, sondern die Partei der Bonzen und Bosse. Und wer das auch nicht wahrhaben will, ich werde es Ihnen auch erklären, Herr Gauland, wer das auch nicht wahrhaben möchte, muss ich mal fragen, woher kommen denn die ganzen Spendengelder für die AfD? Warum werden denn die Namen der Spender um jeden Preis verschleiert? Weil sich diese Partei von Großindustriellen finanzieren lässt, von denen, die am meisten vom Niedriglohn profitieren. Dafür sollten Sie sich nämlich auch schämen, meine Damen und Herren.
Aus unserer Sicht muss man an ganz anderen Punkten ansetzen. Hören Sie mal auf, da dazwischen zu grüllen. Also diese Inkompetenz da von Ihnen. Also wenn man bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Absicherung von Arbeitslosen wirklich was verbessern will, Frau Weidel, Sie haben doch auch keine Ahnung. Seien Sie doch mal still. Herr Kollege Münzenmaier, Sie haben gerade vorher das Beispiel des Handwerkers mit 48 angesprochen. Zum Thema Realität. Wenn Sie in meinen Wahlkreis gehen, werden Sie keinen 48-jährigen Handwerker finden, der arbeitslos ist. Wir haben Fachkräftemangel. Wir brauchen notwendig Handwerkerinnen und Handwerker. Also Sie sollten vielleicht auch mal in Ihrem Wahlkreis unterwegs sein und sollten schauen, wie die Lebensrealität in Deutschland ist. Dann können wir auch weiterreden bei solchen Anträgen. Ihr Antrag ist wieder mal ein plumper Versuch der AfD, einen sozialen Anstrich verpassen zu wollen. Aber wir erkennen den Wolf im Schafsfeld, meine Damen und Herren. Gestern haben wir hier im Plenum über die Verbesserung der Löhne für Pflegekräfte debattiert. Aber anstatt den Handlungsbedarf bei diesem drängenden Problem zu erkennen, meinen Sie, der Markt wird es von alleine regeln. Sie lassen die hart arbeitenden Pflegekräfte im Regen stehen. Das ist Ihr wahres neoliberales Gesicht. Frau Weidel ist jetzt gerade, Sie hören leider nicht zu und Herr Gauland auch nicht. Ich wollte Sie beide persönlich ansprechen. Ja, die beiden tragen nämlich, dieser Mangel, grob mangelhafte Antrag, Frau Weidel, trägt Ihre Unterschrift. Und da sollten Sie sich auch nicht rausreden. Wir halten kurz fest, der Antrag enthält unrichtige Fakten, schon den falschen Arbeitslosenbeitrag. Statt auf irgendein Argument einzugehen, schimpfen Sie wie immer auf Flüchtlinge. Dann verwechseln Sie einen Kredit an Condor mit einem Zuschuss an Condor. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, Sie beklagen Arbeitslosigkeit. Wir geben einen Kredit, damit die Condor, die ja nur in Liquiditätsschwierigkeiten, aber nicht in Ergebnisschwierigkeiten ist, überleben kann, damit es eben gerade keine Arbeitslosigkeit gibt. Warum Sie das in diesem Zusammenhang angegriffen haben, habe ich nicht verstanden. Aber ziemlich unlogisch. Und ganz nebenbei leugnen Sie dann auch noch den Klimawandel, könnte man auch sagen, wie immer. Ihre klägliche Vorstellung würde ich deswegen wie folgt zusammenfassen. Bei den Flüchtlingen können Sie nur hetzen. Beim Klima können Sie nur leugnen. Und wenn es um Soziales geht, können Sie nichts. Vielen Dank. Die Menschen im Osten, sie fühlen sich einfach nicht wirklich ernst genommen. Manche Bürger sagen mir, sie werden verarscht, auf Deutsch gesagt. Nee, von uns kaum, sondern eher von Ihnen. Und das spürt man auch in Ihrem Bericht ganz klar. Wie der Ossi quasi als Querulant wahrgenommen wird, der erst noch umerzogen werden muss, der die Verheißung der Demokratie überhaupt noch nicht erkannt hat. Deswegen müssen wir also millionenschwere Programme für die Demokratieerziehung auflegen. Was für ein Quatsch. Wir brauchen keine Nachhilfe in Demokratie. Wir sind schon groß. Und wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern schaue, nach Vorpommern-Rügen, dann sind wir im Lohnkeller Deutschlands. Übrigens der Wahlkreis von Frau Merkel. Ob da ein Zusammenhang besteht, überlasse ich jetzt Ihnen. Ja, schauen Sie sich doch das Klimapaket an, wie es aussieht. Die Pendler werden am Ende die Gelackmeierten sein. Sie werden natürlich sehen, dass nach 2026 die leichte Erhöhung der Pendlerpauschale wieder weg ist. Das sehen Sie doch. Sie sind doch nicht blöd. Ja, und Sie haben jetzt so die Wende für sich vereinnahmt. Natürlich alles Blödsinn, aber wenn es etwas gibt, was ein Arbeitsplatzkiller in Ostdeutschland ist, dann ist die Korrelation von Wahlergebnissen der AfD mit Arbeitsplatzabbau. Weil jedes Unternehmen, jeder halbwegs offene Mensch wird sich überlegen, ob er in so ein Land geht, in dem die AfD das Wort redet, die für nationalvölkische Abschottung ist. Von daher, meine Damen und Herren, auch dies gilt es im Jahre der 30 Jahre nach der deutschen Einheit zu bedenken. Vielen Dank. Ganz kurz eingehen auf Carsten Schneider, der hier was gesagt hat zu dem Thema Batterieforschung. Ja, in Thüringen, in Jena sind beste Voraussetzungen dafür. Da ist sogar Batterieforschung, wo man auf Lithium dann verzichten kann. Da hätte man wenigstens von Ihnen etwas hören müssen, selbst wenn Sie sich nicht durchgesetzt hätten. Aber einfach zuzustimmen, dass es NRW ist, na, wo leben wir denn? Da hätte man was machen können. Nur 0,7% der Beamten und Forscher gehen nach Thüringen. Auf den 16. Platz, das ist doch Ihr Land, wo Sie herkommen. Da sollten Sie sich mehr engagieren. Thüringen ist leider Schlusslicht und nicht einen einzigen Aufschrei habe ich von Ihnen gehört.
Und manche, ja, Bodo Ramelow engagiert sich dafür, Gott sei Dank, aber er kriegt von den Mitteln der Bundesregierung so wenig. Das ist der Punkt. Sie sollten sich um Thüringen kümmern. Kümmern Sie sich mal um, dass Sie reinkommen von der FDP. Sie werden da große Probleme mit haben. Aber jetzt zum Inhalt. Nur kurz, Herr Bartsch, die Mauer, die ist nicht einfach umgefallen. Das war nicht nur ein Mauerfall. Das ist durch Hunderttausende mutige Menschen auf den Straßen in Ostdeutschland erkämpft worden. Fall ist immer so ein bisschen despektierlich. Es war eine Revolution, es war eine friedliche Revolution. Ich finde, das sollten wir an der Stelle auch genauso benennen. Herr Bartsch, hier im Parlament treffen sich aktuell die Lautsprecher, die Ränder des Hufeisens von links und rechts, die uns die Erfolge schlecht reden. Sie haben Ruinen geschaffen ohne Waffen. Das war Ihr Erbe, die Sie als aus der SED hervorgebracht haben. Und diese Aufbauleistung, das ist auch ein Erfolg von Politik und der vielen fleißigen Menschen in diesem Land, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben. Das ist die Bilanz, die wir vorzuweisen haben. Aber wir sind vereint und lieber Marc Kaufmann, wenn du vorher sagst, Red Bull Leipzig schickt sich an, deutscher Meister zu werden. Es gibt ja doch noch eine Konstante auch im wiedervereinten Deutschland. Das ist natürlich, dass der FC Bayern an der Spitze von Fußball-Deutschland ist. Was beweist wird. So, ich schließe die Aussprache. Den Fußballfans zeigen, sag, schauen wir mal, was Schalke in Leipzig macht und was München in Paderborn reißt. Also Ihre voreilige Festlegung auf die Meisterschaft, da gibt es, glaube ich, einige hier im Saal, die das anders sehen, inklusive der Augsburg-Fan Rot. Aber gut. Altersarmut in Ostdeutschland hat direkt etwas mit der Ära Helmut Kohl und mit der Treuhandpolitik zu tun. Im ersten halben Jahr Ihrer Tätigkeit hat die, das muss Sie alles ja treffen, wenn Sie sich das nicht anhören können. Im ersten halben Jahr Ihrer Tätigkeit hat die Treuhand 61 ostdeutsche Unternehmen pro Woche privatisiert. Zum Vergleich, die eiserne Lady Margaret Thatcher, berüchtigt für den großen Ausverkauf der britischen Staatsunternehmen, brachte es in 10 Jahren ihrer Amtszeit gerade einmal auf 54 Privatisierungen. Und die Folge dieser Privatisierung war dramatische Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Und die brutale Arbeitsplatzvernichtung hat eben heute fatale Auswirkungen auf die Ostrenten. Und diesen Trend, meine Damen und Herren, hat die Regierung Merkel ab 2005 noch verstärkt. Langzeitarbeitslose haben nur niedrige Rentenbeiträge eingezahlt bekommen und seit 2011 überhaupt keine mehr. Man muss die Verantwortung klar benennen. Kohls Treuhand war ein Baustein für die kommende Altersarmut in Ostdeutschland. Und das darf so nicht bleiben, meine Damen und Herren. Wir haben ja die kaputten DDR-Betriebe letztendlich hier und damit auch den Menschen sichere Arbeitsplätze gegeben. Das missachten Sie, diese Hinterlassenschaft der SED, die, für die Sie verantwortlich sind, für die Sie ständigst eingetreten und gearbeitet haben. Diesen Missstand haben wir letztendlich mit unserer Politik, mit Helmut Kohl und mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel hier auch mit letztendlich aufgearbeitet. Und wenn der Kollege Bartsch vorher sich beklagt hat, dass es keinen Unipräsidenten ostdeutscher Herkunft gibt, keinen Bundesrichter ostdeutscher Herkunft gibt, so möchte ich sagen, er sollte doch zumindest dann zufrieden sein, dass wir eine Bundeskanzlerin als ostdeutscher Herkunft haben. Aber das habe ich, dieses Lob habe ich auch noch nicht vernommen. Also unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, ist es ja wirklich also eine schöne Geschichte, dass man nicht einmal das anerkennen will. Wenn Ihr Antrag Realität würde, würde es bedeuten, der westdeutsche Mindestlöhner hätte weniger Rentenanspruch als jemand, der im Osten Mindestlohn bekommt. Und Gleiches gilt für Tarifbeschäftigte. Also ich sage mal so, wenn das so käme, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, im Sinne meiner Beschäftigten, ob ich nicht umziehe. Im Moment ist mein Büro da drüben, direkt neben dem Reichstag im Paul-Löbe-Haus. Das war früher West-Berlin. Und für meine Beschäftigten wäre das dann viel sinnvoller, wenn ich umziehe hier direkt neben, nach dahin ins Jakob-Kaiser-Haus. Das war nämlich Ost-Berlin. Dort bekommen die Beschäftigten, es stimmt aber doch, ne? Dann Theorie. Ich kann leider die Mimik von Frau Roth hier vorne so schlecht sehen. Aber es ist keineswegs so groß, dass hier in irgendeiner Weise wirklich, ich finde schon fast, also an der Grenze des Hetzerischen Worte zu benutzen, wie Sie setzen auf eine biologische Lösung. Ja?
Also ich kritisiere die Große Koalition auch hart und scharf und gerne, das wissen Sie hier. Aber Ihnen zu unterstellen, Sie würden jetzt bei der Rentenpolitik Ost-West sozusagen sehenden Auges darauf setzen und hoffen, dass ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner jetzt sterben, damit man nicht mehr für sie zahlen muss. Das finde ich eine Grobheit, die sich hier eigentlich verbietet. Die Blockparteien von CDU, SPD, FDP und Grünen, die Menschen bewusst in die soziale Not geführt hat. Das glauben Sie nicht, liebe Abgeordnete. Ich sage Ihnen das. Hören Sie da einfach mal zu. Die Rente ist... Quatschen Sie dazwischen, schauen Sie doch einfach mal hoch da oben, schauen Ihre Wähler zu. Und ne, die wollen das sehen, auch von der SPD. Wir kommen noch dahin. Der Regierungschef in Thüringen, was macht er denn für seine Schäfchen in seinem Land? Was macht der Ramelow? Er macht nichts. Der kann es nicht tun, weil er die Ostdeutschen nicht versteht. Und ich sage Ihnen eins, es reicht nicht aus, hier mit einem Antifa-Abzeichen rumzulaufen. Nein, man muss sich um seine Wähler kümmern. Das ist das, was Sie nicht können. Die Thüringer Kollegin Renner hat es heute bewiesen, sie sind nicht gestern bewiesen, sind nicht in der Lage, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Ich bin dafür, dass wir solche Gedanken anstellen, dass Tampons in der Mehrwertsteuer gesenkt werden. Aber ich will vermeiden, dass damit sozusagen eine frauenfeindliche Politik einhergeht. Ich will das mal deutlich machen. Wir haben ja Probleme einer ganz anderen Art. Also ich will mal sagen, wenn das hier etwa das Einkommen eines Mannes ist, dann reden wir über Hygieneprodukte im Moment in einer Größenordnung. Man höre zu, wenn wir dem zustimmen, um 2,07 Euro pro Jahr, 20 Cent im Monat. Wenn ich den Gender Pay Gap ansehe, und das ist das Einkommen eines Mannes, sagen wir mal 1.000 Euro, dann ist das Einkommen einer Frau nur so groß. Und mir ginge es darum, nicht diese hier unten diesen Zehntel Millimeter mich zu befassen. Das machen wir mit. Das ist ja klar, auch weil es eine große Bewegung gibt. Symbole sind symbolisch wichtig, unerreichbar wichtig. Aber mir ist es wichtiger, dass die Frauen diese 20% bekommen. Weil diese 20%, die sind richtig viel. Und lasst uns da ordnungspolitisch etwas tun, weil die eigentliche Ungerechtigkeit sollte man gegenüber Marginalien nicht zurückstellen. Herr Kollege Binding, ich finde es ja prima, dass Sie auch versuchen, Ihre Rede darzustellen und anschaulich zu machen. Aber vielleicht könnten wir uns darauf verständigen, dass wir hier verbal unsere Meinung zum Ausdruck bringen und nicht irgendwelche Werkzeuge noch dazu verwenden. Der nächste Redner ist der Kollege Sebastian Brehm. Unsere Jugend ist heruntergekommen und suchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. So ein Keilschrifttext von 2000 vor Christus. Nun, das Ende der Welt steht immer noch aus. Das zeigt, wie unzutreffend die Einschätzung der Jugend war und ist. Allerdings beginnt die Welt gerade jetzt. Geben Sie doch einfach zu, dass Sie die Jugendlichen nur für Ihre eigene kulturmarxistische Parteipolitik als Stimmenbeschaffer benutzen wollen. Sie wollen Minderjährige, die wir zu Recht schützen, denen wir eben keinen Tabak und auch keine harten Alkoholiker verkaufen. Diese Jugendlichen wollen Sie zu politischen Zielscheiben erklären. Sie wollen die sogenannte Generation Greta, dass diese Generation Sie wählt, obwohl die Hauptdarstellerin selbst gerade auf der Weltbühne in offensichtlicher Überforderung ihre bedauernswerte Unreife bewiesen hat. Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt. AfD hat sich enthalten. Entschuldigung. Tut mir leid. Wird nie mehr vorkommen. Schauen wir mal. Also. Ja, wir sind spät dran. Also.